Gräfe plädiert für VAR-Änderung. Schiedsrichter Manuel Gräfe sieht beim Videobeweis Verbesserungsbedarf. So wie es jetzt läuft, gefällt es den Leuten nicht. Wir Schiedsrichter stehen zu oft im Mittelpunkt der Berichterstattung. Das gefällt uns auch nicht, sagte der Unparteiische im Kicker. Er befürwortet ein System, welches beim American Football schon alltäglich ist, die sogenannte Trainer-Challenge. Dabei dürfte ein Coach nur zweimal pro Spiel den Videobeweis anfordern. Manchester United lange ohne Top-Stürmer. Marcus Rashford hat sich schwer verletzt. Er hat eine schlimme Verletzung erlitten. Es ist eine Stressfraktur, die er sich gegen Wolverhampton zugezogen hat. Das ist Pech für Marcus. Er wird uns eine Weile fehlen, sagte Coach Ole Gunnar Solskjaer. Laut dem Trainer der Red Devils braucht eine solche Verletzung mindestens 6 Wochen bis zu einer vollständigen Genesung. Nachdem jetzt nur noch 2 fitte Stürmer im Kader stehen, fordert der Trainer Verstärkung. Wenn die richtigen Spieler da sind und sie zu uns passen, können wir sie kaufen. Magath übernimmt Chefposten in Würzburg. Felix Magath übernimmt eine Abteilung bei der Online-Druckerei Flyer Alarm. Dort ist er nun Chef des neu gegründeten Bereiches Flyer Alarm Global Soccer. Die Firma ist Hauptsponsor des Drittligisten Würzburger Kickers und Namenssponsor der Frauen-Bundesliga. Somit übernimmt der ehemalige deutsche Meistertrainer eine ähnliche Rolle wie Ralf Rangnick im Red Bull-Konzern. Wir wollen wieder zurück in die zweite Liga. Für mich ist das Ganze ein Fußballprojekt. Es geht nach wie vor um Fußball, nicht nur um das Geld, sagte der 66-Jährige. Der Vertrag des früheren Nationalspielers ist dabei unbefristet.